Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Wir begeben uns jetzt schnell auf die Rückkehr zu... Nein! Ja, geh weg. Nein! Das ist passiert. Explosionsscheiß. Kacke. Unfair. Was war denn das jetzt? Das hat mich doch gekillt. Hä? Was war denn das? Man hat gemerkt, wie wenig Schaden so eine Laserpistole an organischen Wesen macht. Warum sind das jetzt zwei? Na gut. Okay. Aha! Ha! 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 Genau! Jetzt waren's vier. Geil. Geil, geil, geil. Fängt ja wieder gut an, dieser Part. Ich entschuldige mich schon mal in aller Förmlichkeit. Aber sowas kann ich leider auch nicht hervorsehen. Warum ziehe ich nicht eigentlich das Ding an? Mein Gott. So. Jetzt halt schnell wieder zum Aufzug. Dann geht's ja endlich weiter. Ah, Roboter. Ich hasse Roboter. Und drittes. Ha! Kraft. So, jetzt geht's hier wahrscheinlich nicht besser weiter. Wir safen mal kurz komplett. Hydrophobik, Kern, whatever. Ja, lecker. Lebt ja richtig. Gibt aber einen ganz schönen blechernen Ton von sich. Ohne zu wissen, wo man lang muss. Security-Kameras zum Ausschalten. Oh oh. Laserkamera. Das hätten wir. Ha. Nochmal schnell quick safen. Nee. Mist. Quick laden. Ah, falsch das Kombi. Machen wir erst die Kamera weg. So, Kamera ausgeschaltet. Das Laserteil kann uns so nicht treffen. Da haben wir eine Waffe. Müssen wir gucken, was die Waffe drin hat. Ach, ich brauche diesen komischen Spielgerät-Tübinet. Entladen. Oh, die ist ausgezeichnet mit 9. Verdammt, jetzt habe ich die andere verbessert. Wenn wir das gewusst hätten, ne? Ne, die schmeiße ich jetzt nicht weg. Was brauche ich denn davon nicht? Ja, nichts mehr. So sieht's aus. Sehen wir dann, wenn wir uns drüber entscheiden müssen. Die Jungen sind jetzt an Bord. Captain Jäger und ich haben Deck 3 gesperrt. Er und ich sind jetzt eins im Geiste. Unsere Körper verändern sich auch. Manchmal tut es schrecklich weh. Und manchmal ist es... wunderbar. Etwas Wundervolles geschieht mit mir. Ja, okay. Sind eindeutig ein bisschen gestört. Ach, guck mal an, da kann man direkt aufladen. Ah, fuck. Sorry, Leute, aber ohne Gesundheit klappt da nichts. Aber gut zu wissen, dass wir da aufladen können. Da kann man nicht. Schön, eine Runde. Das Zeug hier verbannen. Jetzt habe ich noch ein Leben.
Ah, natürlich, es trifft, aber ich es nicht. Ach, verdammte Axt. Warum treffe ich nicht? Mann. Geht doch. So, das hätten wir. Aufladen. Dann von der Seite aus das hier. So, die ähnlichen Waffen sind weg. Gut, dass man hier direkt alles aufladen kann. Die Stelle müssen wir uns direkt merken. Dann legen wir das Ding rein. Okay, das geht nicht. Nehmen wir das Ding mit. So, in den Kisten war nix. Also Kampfrüstung. Ah, hier ein Perma-Upgrade. Perma-Upgrade, was nehmen wir denn da? Sicherheitsexperte plus 2 in Hacking, wenn sie bereits eine Fähigkeit haben, nur für Überwachungscomputer. Okay. Smasher, Spieler kann mit Nahkampfwaffen von oben zuschlagen. Ja, das bringt nicht viel. Panzer, maximal 5 weitere Trefferpunkte. Tempo, Sammler, Farmerfreundlich. Das ist halt jetzt die gute Frage. Waffenmodifikation, ja, das, da können wir noch nichts machen. Replikator-Experte, alle Objekte kosten 20% weniger. Ist mäßig. Diagnose, Reparaturmodule in ihrem Inventar, das 5 Trefferpunkte halt. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Also ich tendiere zwischen Panzer, pharmafreundlich, beziehungsweise Metabolismus und tödlicher Waffe. Ich denke allerdings, dass... Ja, also tödliche Waffe für Nahkampf, ich benutze ja so häufig den Nahkampf, dass das Sinn macht. Oder? Wenn ich später versuche, den Laser-D, ja, komm, Nahkampf macht Sinn. Nehmen wir das Update. So. Jetzt, wir haben keine Module. Schade. Unsere Braut ist ein bisschen geizig. Genau, die Gute haben wir ausgerüstet. Schön wäre es jetzt wirklich, wenn wir die Waffe nicht verbessert hätten. Aber nicht gewusst, dass wir hier so eine gute Pistole kriegen. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Alter! Wie eklig ist das denn? Alter! Wie raulig! Gift gefangen. Objekt gefangen gelassen. Objekt gefangen gelassen. Giftgefahr? Was? Zum... Ach, ich bin wieder über so... Ach, das war das Toxische! Man darf nicht über diese Würmer rennen. In diesen Wänden entsteht neues Leben. Das geht der Oberfläche nie erblickt. Ach, komm schon! Sag mal! Er hat Probleme, den Wurm zu hauen. Okay, das Ding will ich erforschen. Was ist das? Was schmeißen wir kurz raus? Das Obsidian. Da haben wir eh keine Fähigkeiten für. Research. Wir brauchen für den Research. Jetzt habe ich es ja geklickt. CF und GA. CF und GA. Wo könnten wir nochmal da schnell. Beim Technik? Nee, beim anderen, genau. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dämliche Viecher, die werden aber alle platt gemacht. Dämlichen Würmer. So, dann holen wir uns mal schnell die Research-Sachen für dieses Zeug. Ich weiß nämlich nicht, ob das wichtig werden würde. Aber das haben wir auch schnell. Das war nämlich im Medizin-Wissenschaftsbereich direkt raus. Push to open. Und zwar hier
zu unserem Chemielabor. Ah, jetzt brauchen wir noch zwei Angriffe für die. 35% Stärke im Nahkampf. So, was war das, was wir gebraucht hatten? CF, glaube ich. Mal nachgucken. Chemikalie Gallium wird benötigt. GA, GA, GA. Warum ist denn Gallium? Gallium wurde benutzt. Und dann brauchen wir noch CF, genau. Zack. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt bei diesem komischen Zeug. Ob man das irgendwie benutzen kann. Ich finde es wirklich mit dem Research cool gemacht, aber da hätte wirklich ein Fähigkeitspunkt gereicht. Also, hätte ich das vorher gewusst, dass, also, ja, diese Erforschung ist gar nicht so wichtig, dann hätte ich das lieber in Angriff oder Magie, ach, Magie, Waffenkrams reingesteckt. Das wäre... Ja gut, war vielleicht keine so gute Idee, wirklich auf unmöglich direkt das Spiel zu starten, wenn man sich null auskennt. Aber es klappt, wir schaffen das. Sind ja jetzt schon auf Deck 3, 5 Decks gibt's. Und immer noch ein paar Sachen müssen wir freimachen. So, jetzt haben wir CF. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Sieht eher aus wie so ein kleines Gehirngewusel. Oh. Gott, im Himmel. So. Ich frag mich nur, was die ganze Zeit mit ihrer Mutter Cyborg haben. Warum Mutter Cyborg? Oder Mutter... Ja, wie haben sie es genannt? Computermutter oder sowas? Das war schon echt schräg. So, Bericht ist fertig. 3, 2, 1, ready. Forschung abgeschlossen. Und zwar, wir haben hier... Während ich die Verletzlichkeit dieser Kreatur erlernt habe, die Dinger sind so einfach zu töten, dass es gar nicht zu erwähnen ist. Wie alle Würmer oder, ja, so irgendwie ist das in der Art, sind sie gegen Energiewaffen resistent. Die Eier besitzen oftmals nutzbare Organe. Ah, wenn ich sie durchsuche, bevor ich sie zerstöre. Mist. Analyse, der genetische Code ist weiblich. Okay. Die Kreatur ist im Prinzip nur Nervensystem und Muskulatur. Und... Diese Nervensystem scheint einen rudimentären psychisches Sensororgan zu besitzen, während der wurmähnliche Aussehen dem Ganzen sogar Energiereserven zur Geburt, also bei der Geburt mitgibt. Und wenn die anscheinend die Energiereserven aufgebraucht sind, schaltet diese Kreatur in den Dormant State, weiß ich gerade nicht, was es soll sein. Und wahrscheinlich ist das so Überlebensstatus, bis sie wieder einen psionischen Anstoß oder einen psionischen Schlüssel kriegt, mit dem es wieder leben kann. Und die Eier Eier soll ich wirklich untersuchen, falls wir da irgendwas Gutes finden drin, bevor wir sie zerstören. Gut, und an sich sind sie halt schon gefährlich, diese Würmer. Allerdings wahrscheinlich in einer großen Gruppe deutlich gefährlicher als so jetzt einzeln. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn auf einem auf dem Boden 20 von diesen Teilen rum... Wursteln, aber dann packe ich auch die Pistole aus und gehe nicht auf Nahkampf bzw. auf Kuscheltuchfühlung. Haben wir da jetzt alles? Mussten ja laden. Ah, da ist noch eine Chipspackung. Chipsy Chips. Gerade mal futtern. Energiewaffen wieder aufladen. Alle Objekte im Inventar sind aufgeladen.
So, da haben wir leider alles kaputt gemacht. Kann man eventuell, wenn ich das hier rausmache, noch was damit machen, mit dem Larvenorgan? Nope. Okay, das ist extremst widerlich. Was haben wir hier? Ein kleines Zimmer mit einem Spielgerät und dem Spiel Schweinejäger. Ach du Schande, wie die ganzen Games da aussehen, ist der Wahnsinn. Ein Gold erhalten. Ach du Schande, ich kann halt mal erkennen, was ich da spiele. Eine Forschungssoftware, die nicht installiert ist. Redundante Software nicht installiert. Haben wir gerade bekommen. Was auch immer das sein soll. Sehen tue ich nämlich wirklich nichts. Na gut. Ah. Happy dying together. Oh, oh, oh. Da waren... Ach, komm. Module drin. Disk. Bei den Würmern scheint es sich um ein Kollektivwesen zu handeln. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass ein Versprühen von Toxin A alle Würmer direkt töten würde, dürfte es doch die Masse reduzieren und das Gewächs an den Wänden und in den Liftschächten beseitigen. Aber vielleicht könnte ich eine noch stärkere Formel finden. Okay, wir müssen also was chemisch herstellen, um diese Gewächse zu beseitigen. Es wird nicht leicht sein, die Kinder zu töten. Aber ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Das biochemische System... Okay, halt. Oh Mist. Es gibt ein Gefäß mit einem experimentellen Giftstoff namens Toxin A. Es wurde von den Wissenschaftlern entwickelt, um das Wachstum der Außerirdischen zu verlangsamen. Aber ich habe keine Daten darüber, wie man es anwendet. Sie müssen das Toxin erforschen. Ich übermittle Ihnen genügend Cybermodule, um die Forschungsfähigkeit zu erwerben, wenn Sie diese noch nicht besitzen. Okay. Das ist immer interessant. 17 Stück bekommen. Boah, die kann man woanders weitig gut benutzen. Was haben wir denn da? Lab Assistant Implantat bekommen. Labor Assistant. Und da haben wir dieses unerforschte Objekt. Gerade gefunden. Wir hören uns nochmal das Log an, was wir eben übersprungen haben. Okay, die Behälter mit dem Toxin A müssen direkt in die Klimaanlagen geschüttet werden. Auf diesem Deck müsste es 4 Stück geben. Wenn Sie einen Behälter in jede Klimaanlage kippen, dürfte das Wachstum dieser ekelhaften Kreaturen deutlich verlangsamt werden. Dadurch müsste auch die Biomasse aus dem Aufzugsschacht verschwinden. Okay, danke für die Info, was wir zu tun haben, aber das Lok hast du schon wieder gekillt. Es wird nicht leicht sein, die Kinder zu töten. Aber ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Das biochemische System dieser Würmer, die ich als Anneliden bezeichne, behandelt Inversproteine als Toxine. Mit Hilfe eines Replikators im Bioüberwachungslabor gelang es mir, einige Inversproteine zu isolieren und abzufüllen. Allerdings stimmt die Mischung mit der Grundkomponente noch nicht, weshalb ich noch daran arbeiten muss. Danach werde ich das Toxin in die 4 Klimaanlagen kippen. Das kann die Lage noch verbessern. Okay. Jetzt wissen wir Bescheid mit dem Toxin. Was haben wir denn da? Ein kleines Reagenzglas. Für was haben wir ein Reagenzglas? So, die Probe braucht Chemikalie SB zweimal und V. Okay. Diese dementsprechend zu erforschen. Okay, das Ding ist tot. Eindeutig tot. Müssen wir jetzt nochmal Chemikalien suchen. Sollen wir hier ein Chemielabor suchen? Oder da wäre er, das ist Replikator. Nee. Dann holen wir uns direkt mal die Chemikalien wieder aus dem anderen Bereich, den wir schon kennen. Macht, finde ich, einfach Sinn. Danach müssen wir eh hier komplett durch. So, in den wissenschaftlichen Raum. Und rein da. Da. Ich sehe keinen Gegner. Gott sei Dank. So, was brauche ich? SB. SB, SB, SB. SB? SB. Ja. Ach, Mist. Gerade keinen Platz. Reagenzglas weg.
Okay. Brauchen wir nochmal SB und V. V, 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 V. Jetzt schon wieder? Halleluja, jetzt brauchen wir echt was. Vanadium, wo haben wir es denn? Wir haben hier nur Iridium. Nein! Wir haben hier kein V. Ost, CF, IR, TC. Shit, SB nehmen wir mit. Brauchen wir nochmal. Das Reagenzglas nehmen wir nicht mit. Aber V haben wir hier nicht. Ah, vermaledeit. Dann müssen wir echt nochmal runter in die Technik. Okay, Leute, dann sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Bis dann.